Und hinauf, nächster Eintrag. Suchen wir unseren Eintrag im Klassenbuch. Das war immerhin das Tollste damals in der Schule. Das gibt einen Eintrag im Klassenbuch. Es gab dann Leute, die waren tatsächlich so dreist und haben sich wieder rausgestrichen. Selbst. Nein, 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 halte ich für einen Bericht. Würde ich, also kenne ich keinen. Ich glaube, ich lasse es lieber. Ich riskiere nur mein Auto. Mein Auto ist mir heilig. Das ist wohl wahr. Aber ich glaube, hier in der Gegend war das so das Ding. Also war sogar hier verflucht. Bumm. Cool. Schluss. Letztendlich hat einem da ja nicht allzu viel über, ne? So. Aber hier... Aber zumindest ohne unser Auto dabei zu gefährden. So. Das würde mir auch gefallen. Knallt sie ab. Futurag. Na gut. Es wird. Da ist das nächste. Bist du bereit? Jawohl. Dann auf die Plätze. Fertig. Oh, was ist denn das? Okay. Ich glaube, die Alte dreht ein klein wenig durch, aber nur so ein ganz klein wenig. So ein bisschen, du weißt schon, so sehr, wie man eben durchdreht, wenn man durchdreht. Ja, das merkt man aber auch erst jetzt. Ich meine, mit einem Echo-Rekorder zum Beispiel zusammen zu sein, ist noch ziemlich normal in meinen Augen. Ja, natürlich, absolut. Weißt du, das hat ja bei einer Beziehung ein... Ja, sagen wir es mal so, in der Beziehung ist wichtig, dass jemand zuhört. Und so ein Echo-Rekorder hat da ziemlich viele Pluspunkte. Ja, absolut, absolut. Also ich meine, ich kann, also ich werde mich so zu diesem Thema nicht wirklich weit äußern, so, ne, das ist, rede ich mich eigentlich gerade um Hals und Kopf? Nein. Hört sich fast so niemals an. Also wenn ich die Wahl hätte zwischen Eco-Trans... Also dieses tolle Ding, wo man abschalten kann, so einen Knopf drücken oder... Ja, sag mal's mal so. Aus weiblicher Seite ist ein Echo-Rekorder toll, der hört einem immer zu. Aus männlicher Seite ist der Echo-Rekorder toll, den kann man wenigstens abschalten, wenn einen zu sehr nervt. Das meintest du wahrscheinlich, oder? Nein, niemals. Mittlerweile weiß ich wenigstens auch, dass Cabos Freundin auch zuschaut. An der Stelle muss ich mich natürlich sehr für meine Witze entschuldigen, weil ist ja schließlich so. über Menschen, die ich nicht kenne, normalerweise mache ich nur über Leute Witze, die ich auch kenne, weil ich dann einstufen kann, wie sie den Humor nehmen können. Aber ich nehme mal an, Cabo hat schon gesagt. Nur sein Kopf wird dafür rollen, von daher mache ich einfach weiter. Genau, das wird das Problem sein, ne? Nach irgendwann wird das dann so sein, dass du auf die Gamescom kommst und da schlawenzelt einer herum. Was wohl? Arbeiterbandit. Ich dachte schon, das gehörte zu deiner Geschichte. Nachher passiert's, dass du auf die Gamescom kommst und dann schlawenzelt einer herum. Ach, wirklich? Ich dachte immer, die Gamescom wäre so eine richtige Geisterstadt. Also, dass da gar nichts los ist und so. Aber okay. Wollen wir das nächste Ding? Anklicken? Ja. Okay. Klick. Klick. Die Dahl Corporation hat soeben sämtlichen Bergbau hier auf Pandora eingestellt. Ich halte das für Irrsinn. Der Iridiumabbau war für Dahl höchst lukrativ und hat meine Forschungen finanziert. Die Profite waren besonders deshalb so hoch,
weil die Arbeitskosten gegen Null gingen. Was Dahl wohl mit all den unbezahlten Sträflingen machen wird, die man hier als Minenarbeiter eingesetzt hat? Ob einige von denen meine Freunde sein werden? Was? Wieso wirst du immer gleich eifersüchtig, wenn ich neue Freunde gewinnen will? Ich schalte dich ab. Da halten wir es dann wieder mit abschalten. Nein, nein, wir machen schon wieder Autobabys. Lass mein Auto in Ruhe. Das will nicht. Ich komm nicht runter. Ich komm einfach nicht runter. Es hat einen Keuschheitsgürtel, auch genannt Content-Blocker. Ich versuch's mal wegzuboxen. Irgendwie muss es gehen. So. Ich hätte ja eigentlich auch aussteigen können, ne? Dann wär's vielleicht einfacher gegangen. Ja. Wir sind fertig mit dem Tagebuch. Oh yeah! Den Crazy World treffen wir dann woanders. Aber ich glaube, wir machen erstmal, ja, wir geben erstmal die Quest hier ab. In New Haven. Das, wollen wir fahren oder wollen wir. Ja, wir fahren. Komm. Ja, wir können auch fahren. Und da fährt er mir wieder in die Bahn. Ja! Ich hätte ja auch gedacht, du willst den Reisetransport benutzen. Hm. Genau, deswegen habe ich auch gesagt, wir fahren mit dem Auto. Ja. Ach, Gabo. Deswegen musste ich ja nochmal wenden, weil ich nämlich wieder in die andere Richtung unterwegs war. Gabo, nie hörst du mir zu. Wie bitte? Hast du gerade was gesagt? Ja. Du hörst mir nie zu. Immer ignorierst du mich. Hat da jemand mit mir gesprochen? Hallo? Bananenbrot? Käsebrot. Das hat zumindest Style. Ja, das schmeckt auch gut. Ja, das war doch Dingens bei Dudelsack. Bei Star Wars Parodie. Knallhart. Ich finde sie auch ziemlich verarscht, wenn die so aus dem Zelt rauskommen. Alles, was ich sah, war ein blaues Auto. Wenn ich jetzt wenigstens ein gelbes Auto hätte, hoch auf den gelben Wagen. Wagen, ja, ja. Aber lieber vom blauen Wagen überfahren zu werden, als von so einem männlichen Fahrzeug wie meiner einer. Stimmt eigentlich auch. Stell dir mal vor, du kommst an der Himmelspforte an und sagst, ich bin von einem rosa Auto überfahren worden. Wie war das nochmal der Witz mit dem, wie einer so oft, wie sich zwei Leute im Himmel treffen und sagt, wie bist denn du gestorben? So, naja, hab meine Frau erwischt beim Fremdgehen, hab alles durchsucht, hab den Liebhaber aber nicht gefunden, vor Wut hab ich den Schrank aus dem Fenster rausgeschmissen und bin dabei ausgerutscht und bin mit runtergefallen. Und wie bist du gestorben? Ja, ich war in dem Schrank. Ah, okay, die Variante ist auch nicht schlecht, ja. Na, es gibt da viele Varianten von dem Witz. Das ist so mehrfach erzählt. Submachine Gun. 33x4. Nee. Die haben auch so ein niedriges Level. Oh, da war irgendwas von Aufzeichnungen privat und persönlich, aber. Wenn ich mich dafür interessieren würde, würde ich nicht Borderlands spielen. hübsch mal Schockwaffen zu haben, aber so scharf bin ich jetzt nicht drauf. Kommt mal weg. Ich bin überlegen, ob ich die mal weghau langsam. Ich brauch's eigentlich nicht mehr. Pistole wäre halt mal eine geile. Ein Revolver. Revolver. Pistolver. Ja, die wäre ja schon nicht schlecht, aber für den Preis. Schwarzes Brett gibt's, glaube ich, nichts mehr da oben. Was ist denn da oben eigentlich? Dort oben wird auch gezeigt, dass es dort Quests gibt. Ja klar, aber dort oben sehe ich auch noch ein Ausrufezeichen. Was ist da eigentlich? Das möchte ich mir mal kurz angucken. Folge dir. Ich glaube, das werden wir später mal hingeschickt wegen irgendwas, glaube ich. Ah, ja, ich weiß es. Genau. Da war ja was, irgendwas mit diesem Container dann. Aber dazu werden wir später per Quest auch noch hingeführt. Und ganz ehrlich, wenn es jetzt irgendwo noch Quests gäbe zum Annehmen, würde Clappy uns das sagen. Von daher gibt es gerade wirklich nichts mehr. Soll heißen, wir machen mit der Hauptquest weiter. Wir haben nur noch die Hauptquest aktuell? Wir haben nur noch die Hauptquest aktuell, alles andere haben wir jetzt gemacht.
Und der verrückte Earl. Und wenn wir jetzt, und wie gesagt, wäre jetzt noch irgendwas anderes da, würde Claptrap ja kommen. Am schwarzen Brett in Firestone oder am schwarzen Brett sonst irgendwo in New Haven oder sonst irgendwo ist eine neue Mission aufgeschlagen. Hey, den Helm will ich auch haben. Tennis hat einen neuen Ball aufgeschlagen. Bitte was? Helm? Gib mir den Helm. Boah, der ist auch cool. Den Helm. Den will ich auch haben. Aber komischerweise hat er den Helm. Der hat gar keine Verbindung nach unten. Der ist einfach oben zusammengebunden. Naja, vielleicht geht das über den Rücken und dann geht das... da hinten geht's lang. Und da geht's runter. Cool. Ja, sowas will ich auch haben. Da macht's endlich, mal Spaß, sich so in seinem Pullover einzumurmeln. So. So dann zu arbeiten. Ja. Trag doch eine Sicherheitshelm. So, zu Earl. My name is Earl. Es ist so träge. Nee, das Spiel so ein bisschen. Es ist ein bisschen träge. Mhm. Also was die Steuerung gerade wieder angeht. Okay. Und da kommt wieder mein leichte Freund. Leichte Latenzprobleme. Leichte sind untertrieben. Irgendwie habe ich jetzt das Problem wie du, den FPS. Ah, jetzt gehen deine FPS nicht mehr über 20, 25 so da. Dann ist das wahrscheinlich. Ich muss mir mal die anzeigen lassen. Dann ist das wohl ein allgemeiner Spielfehler, nehme ich mal an, dass einfach mal die FPS einbrechen. Das hatte ich heute bis jetzt noch nicht. Also, das kann einfach mal so passieren. Es gab schon viele, die haben vermutet, das liegt dann beim Aufnahmeprogramm, aber es ist tatsächlich auch außerhalb der Aufnahme. Deswegen, ich muss das Spiel jedes Mal neu starten, weil selbst außerhalb der Aufnahme gehen die FPS nicht höher als 20, 25 so. Das ist echt irgendwie komisch. Mhm. Was ist hier los? Die bringen doch kaum EP überhaupt. Warum töte ich euch überhaupt? Ist ja das nicht wert, meine Kugeln zu empfangen. Was? Okay. Jetzt müssen wir da an diesen Banditen vorbei. Gehen. Trouble. Oder? Nee, es kruckelt immer noch. Hm. Jetzt ist halt die Frage, wollen wir uns hier... Gucken wir mal, ob die EP bringen. Weil sehr lange machen wir eh nicht mehr. Von daher brauchst du jetzt auch nicht neu starten. Wir gehen jetzt zu Earl, gucken wir uns an und dann würde ich sagen, hören wir einfach auf. Okay, dann... Damit kann ich dann leben. Ich bin besser. Ich halte länger aus. Einfach direkt vorhin hinstellen und erschießen. Boah, habt ihr den Skill gesehen? Schlägt mich da jemand? Hallo? Es ist nicht so, dass ich da jetzt zugeschaut hätte. Schatz, hör auf mich zu schlagen. Oh Gott, du bist ja gar nicht meine Freundin. Ah, das ist ein Psychopath. Ach komm schon. Ich habe Erfahrung damit, von Frauen geschlagen zu werden. Das ist so ein Los, wenn man eine Ausbildung macht. Und man hat eine Ausbildung, in der der Frauenanteil sehr, sehr hoch ist. Man arbeitet ungefähr mit, 90% mit Frauen zusammen. Und wenn man so drauf ist wie ich und ständig zu allem irgendwelche blöden Sprüche reißt, kriegt man mal gerne immer eine drüber. Ich weiß nicht, wie oft es schon... Es ist mir vollkommen unbekannt. Also meine Freundin würde sowas nie machen mit mir. Niemals. Meine Ausbilderin war irgendwann schon mal so weit und hat mit Gegenständen nach mir geworfen. Mitten im Laden. Das war cool. Ja. ich wische. Okay. Okay, da hinten geht's lang. Wo bist du? Da hinten bist du. Dort, wo wir lang müssen. Crazy Earls Shipyard. Scrapyard, Entschuldigung. Schön. Abgeschlossene Herausforderung wird mit Erfahrungsboni belohnt. Der Zugriff auf eine Herausforderung ist leider Gottes der Ladebildschirm zu kurz.
Shops. Seltsam. Shops sind immer wichtig. Yay. Langbogen. Ah, hier gibt es wieder nur die älteren Speicherdeck-Upgrades. Okay. Was haben wir denn da? Launcher. Was habe ich in der Zeit eigentlich für eine Klasse mal drin? Ich habe schon ewig keine neue mehr bekommen. Team maximale Gesundheit 24%. Na, das ist natürlich schon geil, vor allem wenn ich die Gesundheit sowieso nochmal booste. Ist gleich auf jeden Fall drin. Teamzielgenauigkeit plus 40%. Auch nett. Jetzt ja, jetzt pass auf, aber jetzt ist das Schöne daran, ja. Wenn du mal reinguckst, das ist ja das Ranger-Class-Mod. Unten steht ja dann nochmal plus 54% Teamzielgenauigkeit. Strich. Ja, was? Komisch. Also sind das ja insgesamt 94%, wenn ich das Ding jetzt reinnehmen würde. Ja, könnte ich mir vorstellen. Das wäre schon krass. Also sind das ja insgesamt viel Zielgenauigkeit. Ja, aber dann komme ich ja bei weit über 100%. Das ist ja auch irgendwo Schwachsinn. Die Prozent Zielgenauigkeit Bonus ist ausgehend vom Wert, den du schon hast auf dem Ding. Das heißt, wenn du jetzt einen Genauigkeitswert von XY hast und gibst da 100% drauf, zum Beispiel, dann ist es eine Erhöhung um diesen Wert. Aber es ist... Ich nehme mal an, dass irgendwo ein Cap ist. Du kannst nicht mehr als 100% erreichen. Du erhöhst deinen alten Wert, aber ich glaube nicht, dass er über 100% geht. Hast du ihn jetzt eigentlich drin? Nö. Ach so. Ja, also wie gesagt, also für den Preis würde ich das ja nicht holen, weil ich bin ja so oder so schon bei über 100%, ja? Allein durch Skills und so Zeug. Aber also hier, außer komm, du bräuchtest das jetzt unbedingt, dann würde ich es mir holen. Aber hier, nee, so wichtig ist es nicht. Ich habe schon genug Zielgenauigkeit, wie es aussieht. Also, das größte Problem ist eigentlich noch der Rückstoß, den ich habe. Hier, diese Combat Rifle Mods, die man sieht vom Soldaten, das ist auch einer der Gründe, wieso man Soldaten am besten mit Combat Rifles spielt, weil der kann die unglaublich stark hochpushen. Das ist Wahnsinn. Da hat er auch noch Skill Trees, die Assault Rifle noch sehr, sehr gut stärken. Aber das kann richtig böse werden. Weg freigeräumt. Oh Mist, nein, warte, Utwin, wir können da nicht reingehen. Na ja, Strauchverbot. Ach, scheiße. Immer diese Gesundheitsfanatiker hier. Aber ich komme gerade nicht drauf, wie man das Ding aufmachen soll. Pass mal auf, ich habe da eine Idee. Wir können das Tor einfach aufessen. Hostilon! Flieg los. Haben wir einen Gnomen da? Nein, nicht? Tja, Moment, wenn wir diesen Kaugummi mit dieser Kugelschreibermine verbinden, dann schaffen wir einen nuklearen Zünder. Nuklearen Zünder. Wow. Oh, das ist so. Ich wollte jetzt gerade sagen, wir warten einfach, dass irgendjemand Kommentar schreibt dazu. Das wäre eigentlich auch stylisch gewesen, an der Stelle einfach die Aufnahme zu beenden. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie es weitergeht. Ich komme einfach nicht noch. Und hier wohnt Earl. Mit seinem lustigen Bärtchen. Was willst du? Triff den verrückten Null. Oh, Tennis, diese Hexe. Okay. Finn, ja. Ich habe gerade mal eine Frage an dich. Ja. Warte kurz. Ich sag rein gar nichts, bis du diese ganzen Mistviecher los bist. Was willst du? Also, er hat sich in dem Haus eingesperrt, ja? Ja. Also er ist in diesem Gebäude drinnen, ja? Ja. Innen drinnen. Ja. Das ist die Eingangstüre zu diesem Gebäude. Mhm. Okay. Ja. Dieses, also ich meine, ich frage halt nur so abergläubisch nach, weil das Schloss außen ist und abgeschlossen ist. Und da oben ebenfalls. Wie will er bitte schon die Türe öffnen? Vielleicht will er gar nicht rauskommen, niemals. Ah ja. Wie auch immer er seine Sachen bekommt, ist die andere Frage. Vielleicht hat er auch einen ganz langen Arm, mit dem er das aufmacht.
wenn man den so anguckt, ist der Bart auch so ein bisschen fragwürdig. Das meinte ich doch damit. Ja, ich weiß. Wir wollen alleine sein. Also, aber okay, ich würde mal sagen, genau, das ist hier Earl's Scrapyard. Und hier gibt es die nächsten paar Quests zu tun. Das ist mein Gebiet. Und Lektion des Tages hochexplosiv. Sind trivial vom Schwierigkeitsgrad, aber wir haben schon... Da. Aber wir haben schon gesehen, dass das trotzdem fort und zeigen kann, selbst wenn man 3-4 Level drüber ist. Aber gut, an der Stelle machen wir beim nächsten Mal weiter. Wir bedanken uns soweit fürs Zusehen und sehen uns dann, wenn wir ein paar Aufgaben für den werten Herrn Crazy Earl erledigen. Eben. Okay. Ciao, ciao. Bis dahin. Bye, bye.